Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu was ganz Kleinem, Besonderen heute. Vielleicht ein One-Shot, vielleicht etwas, von dem etwas mehr kommt, lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Es handelt sich bei diesem Spiel um das Pokémon Trading Card Game und man könnte jetzt denken, Alter, wie alt bist du? 11. Und dazu eine kleine Geschichte, bevor wir in das Spiel reinspringen. Wer diese nicht hören möchte, kann gerne einen Schritt nach vorne skippen. Jeder hat so Dinge, die einen an die Vergangenheit erinnern und auf die man zurückblickt, wenn man sich über bestimmte Dinge einen Kopf macht. Wie zum Beispiel seine Schulzeit. Bei mir ist das bei der Schulzeit, dass ich nette Leute kennengelernt habe, mit denen ich teilweise bis heute Kontakt habe und die Aktivitäten in der Pause logischerweise. Und zu den damaligen Aktivitäten in der Pause, also ich bin momentan, ich werde 21, das heißt im Endeffekt, ich bin alt, zumindest für YouTube-Verhältnisse. Und wir haben damals in den Pausen Pokémon-Karten gespielt, wobei gar nicht mehr unbedingt gespielt, vielmehr gesammelt und hin und her getauscht. Und ich, der einen neuen Booster hatte, weil damals waren 5 Euro sehr viel Geld, war erstmal der coolste Typ on Planet. Ja, das sei auch schon gesagt, wenn man sich an diese Sachen zurückerinnert, dann nennt man das Ganze Nostalgie oder in Nostalgie schwelgen. Und genau das habe ich in den letzten Tagen getan. Dazu könnte der Hype von Pokémon Go ein kleines bisschen beigeholfen haben. Wer das nicht kennt, sollte sich es auf jeden Fall mal angucken. Das ist so eine Art Virtual Reality Pokémon-Spiel, das demnächst rauskommt, also innerhalb dieses Jahres noch, für euer Smartphone Free-to-Play. Kann man sich dann vielleicht mal angucken und ich werde dazu auch hundertprozentig ein Video machen, wenn das rauskommt. Ohne Witz, ich bin einfach nur gehypt. Ich habe Ewigkeiten kein Pokémon-Teil mehr gespielt, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht mal gewusst, wie man das Spiel richtig spielt. So weit war das schon weg bei mir. Also dieses hier. Aber dann habe ich einfach mal gedacht, gehen wir uns einfach mal. Und wir werden jetzt einfach mal ein Versus-Match spielen. Und zwar mit einem Deck, das ich persönlich zusammengebaut habe. Wobei wir müssen. Ah ne, wir nehmen mal das Deck, weil wir müssen was mit Psycho tatsächlich machen. Das ist nämlich unsere Daily Quest. Und wir haben ganz am Ende auch noch ein kleines Pack-Opening, das ich euch dann nochmal hinterherwerfen werde. Und wir zocken gegen jemanden, der genau unser Deck benutzt. Nice. Ich erkläre euch das Ganze mal on the fly. Also jetzt wird erstmal eine Münze geworfen. Wer anfängt? Ich sage mal Kopf. Es ist Kopf. Ich darf wählen, ob ich anfangen möchte und ich möchte nicht anfangen. Denn der anfängt, darf nicht angreifen. Und dafür darf er jetzt natürlich dann erstmal das. Ja, wir müssen nochmal eine neue Karte ziehen, weil wir kein Basis-Pokémon auf der Hand haben. Basis-Pokémon heißt Stufe 1. Das hier wäre ein Galagladi, ein Pokémon, das ist Stufe 3. Also Phase 3, bzw. Phase 2. Also die zweite Entwicklung eines Pokémons. Dann hätten wir hier Trainerkarten und Energie. Energie sind sowas wie Ländern Magic. Und wir ziehen immer neue Karten. Das ermöglicht ihm, meine Karten zu sehen, die ich gerade hatte, und eine neue zu ziehen. Jetzt haben wir hier drei Basis-Pokémon. Wenn erstmal das Vogelfledervieh hier, Fleckknäuel. Ich kenne allerdings auch nur die ersten drei Generationen an Pokémon und danach ist bei mir auch schon auf. Aber es macht nichts. Außerdem bin ich in dem Spiel noch ein ziemlicher Noob. Also, don't judge me for that. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht noch mal ein, zwei Videos hierzu machen sollte oder ob ich es lassen sollte. Ne? Wird auch, glaube ich, nicht so schrecklich lange werden. Aber wie gesagt, noch kleines Pack-Opening hinterher. Gönnen wir uns mal. Vor allem, weil es gerade einen Booster geschenkt gab zum 20-jährigen Jubiläum von Pokémon, das ja am Freitag ist. Vielleicht lade ich sogar dann hoch. Mal schauen. So. Ach ja. Ich habe mir das doch Zeit, dass ich muss mein Pokémon wechseln, das ich auf der Hand, das ich auf dem Feld habe und er darf es jetzt auch wechseln. Wir sehen hier im Übrigen, ich habe eine Fähigkeit, es braucht ein so ein Stern, um die einzusetzen. Das heißt, eine Energie von einer beliebigen Farbe. Er hat einen Keulwurf, das ist schon mal nicht so gut. Ich verstehe seine Taktik halt irgendwie nicht so richtig. Fluchtsalz benutzen ist irgendwie Schwachsinn. Jetzt muss er nämlich wieder wechseln. Jetzt könnte er natürlich wieder Fleckknoll nehmen. Macht er auch. Vielleicht wollte er einfach ein paar Karten burnen. Kann natürlich sein. So, mal gucken, was wir ziehen. Damit können wir uns ein paar Energie aus dem Deck holen. Und damit wir die nicht immer unbedingt ziehen brauchen, dann hole ich sie doch einfach jetzt schon mal gleich. So, ich lege eine Energie an das Pokémon an und kann dann seine Fähigkeit einsetzen. Ich habe jetzt zwei Münzen und je nach Anzahl an Kopf, also gar nicht, füge ich 10 Schaden zu. Deswegen dieses 10 mal. Wirf zwei Münzen, dieser Angriff fügt 10 Punkte Schaden mal der Anzahl an Kopf zu. So, unser Gegner ist am Zug und darf gleich machen, was er möchte. Er spielt noch einen Fleckknoll. Ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Trassler ziehen würde. Das wäre nämlich das Pokémon, das ich entwickeln wollen würde. Er hat mehr Glück als wir und macht 10 Schaden. So, ein Trank, den brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht. Wir legen mal an das Huthut eine Energie an und hoffen mal, dass wir zweimal Kopf würfeln. Ja, wunderbar! Nice. Der Trank heilt 30 Schadenspunkte.
Ein Pokémon ist dann besiegt, wenn die Schadenspunkte, das sind diese 20, die er da stehen hat, die KP überschreiten. Das heißt, wenn er jetzt mehr als 50 Schaden bekommt, ist er weg. Und er bekommt Pokémon, die er stark machen könnte, wenn er da genug Energie rauf buttert, finde ich nicht gut. So, dann ist quasi verschwendet, weil ich hätte ihn nächste Runde nicht killen können und ich verstehe nicht, warum er da drei Energie ranlegt. Die Weiterentwicklung von dem braucht maximal zwei, aber hey. Gut, ich suche dann direkt zwei Basis-Pokémon, das ist schon mal richtig gut. Denn da werden wir einmal Trassler nehmen und einmal Miltank. Beziehungsweise, nee, wir nehmen nicht Miltank, weil ich muss mit Psycho-Dingern Schaden machen, deswegen nehmen wir Golbit. Trassler ist unsere Entwicklung, die wir durchführen werden, und Golbit ist einfach nur ein Powerhouse, den ich als Starter-Pokémon benutzen kann und der richtig hart zwischenzwiebelt. Und deswegen werden wir, glaube ich, tatsächlich erstmal Golbit ausrüsten. Achso, wir haben 30 Schaden, das heißt, wir können ihn jetzt mal heilen. Sehr schön. Ich weiß nicht unbedingt, ob es sich gelohnt hat. Es wäre tatsächlich schön, die Entwicklung von ihm einmal zu ziehen. Der hat nämlich noch so eine Weiterentwicklung. Die haben wir auch im Deck und die könnte uns jetzt von Nützen sein. Ich habe, by the way, gar nicht gewusst, dass dieses Spiel existiert. Und es ist schon sehr, sehr alt. Es ist lo locker schon 2 Jahre alt. Ich habe die ersten Videos, die waren 2013 und so. Er darf nicht angreifen. Und das fand ich irgendwie erstaunlich, dass ich das nicht gemerkt habe. Ein Enikoro, das ist eine Weiterentwicklung. Und das heißt, dann können wir nochmal Doppelzerschneider einsetzen. Nice. 20 Schaden, hier tickt es hoch. Haha. Wer ist unser Gegner eigentlich? Francisco Acuna. Warum nicht? Oder Francisco Acuna. Was bringt das? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe hier ein voll einsatzfähiges Pokémon, das natürlich nicht offensiv ist, aber okay. Er hat natürlich auch ein bisschen hart Pech hier. So, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mir einen kleinen Spaß daraus mache. Und zwar, hier ist hier ein Rückzug. Das kostet mich eine Energie, die ist dann auch weg. Also die wird dann nicht einfach nur getappt oder so. Die kommt auf den Friedhof, quasi. Aber, boom, 50 Schaden. Tatsächlich hätte es sich die Taktik gelohnt, wenn er einen EP-Teiler gehabt hätte. Ich kann mir jetzt eine dieser Karten aussuchen. Und wenn wir, nämlich, wenn ich mich alle von denen auf die Hand genommen habe, dann habe ich gewonnen. Beziehungsweise dann haben wir gewonnen. So, er ist dran, muss ein Pokémon wählen, das er als nächstes aufs Feld ruft. Mal gucken, was er sich entscheidet. Ein Golbit. Aber ein Golbit ohne Energie. Und ein Golbit ohne Energie ist nicht viel wert. So, ein Inikor. Das ist tatsächlich ganz gut. Denn das können wir zum Inikoro weiterentwickeln. Deswegen kriegt das erstmal die nächste Energie. Und wir können nochmal Mega Heap einbenutzen. Und ihm mal dick eine reindrücken. 50 Schaden. Irgendwie ist mir die Musik ein bisschen zu leise. Jetzt hört man die, glaube ich, auch ein bisschen besser. Er heilt um 30 Punkte. Da kann aber jemand Mathe. Dann geht es nur noch 20 und ich kann ihn nicht ganz killen mit einem Schlag. Bei Pokémon killt man ja nie. Man macht sie ja nur kampfunfähig. So, was macht das für ein Angriff da? Wirf eine Münze, bei Kopf ist das aktive Pokémon paralysiert und macht 30 Schaden. Paralysiert heißt, es kann eine Runde lang nichts machen. Auch nicht Rückzug oder sowas. Einfach gar nichts. Wer die Pokémon-Spiele gespielt hat, kann sich das schon mal vorstellen. Ich habe mir sogar tatsächlich, weil ich in diesem Pokémon-Hype-Train bin. Ich besitze schon seit Ewigkeiten Nintendo 2DS. Ich habe es allerdings nie großartig benutzt. Allerdings habe ich mir jetzt noch Pokémon Y geholt und da meine Schwester schon seit Ewigkeiten, wirklich auch seit Ewigkeiten, seit Release oder so, die ist ja schon etwas älter, die Version, Pokémon X besitzt, tauschen wir uns da gerne drüber aus. Wobei ich das Spiel am Wochenende spiele. Komisch eigentlich. So, sein Pokémon ist mal weg und er. Also ich habe einen Noob gegen mich, das ist halt der Vorteil. Er hätte die Energien auf die Coil-Waffs und so aufgestellt, hätte ich keine Chance gehabt. Aber. Man muss ja auch mal Luck haben, würde ich behaupten, ne? Dann ist nämlich der Luck ab. So, jetzt werden wir den mit Energie füttern, unser Kirlia. Denn das Kirlia können wir zu dem Galagladi weiterentwickeln, das wir vorhin beim Mulligan auf der Hand hatten, als wir die Karten ablegen mussten. Und beziehungsweise ins Deck mischen mussten. Und wenn ich das ziehen sollte, oder wenn ich einen Hyperball ziehen sollte, dann wäre ich ziemlich glücklich. Und zwar nächste Runde. Dann kann ich das mit meiner Energie richtig einteilen. So, 50 Schaden für den. Er wird mir jetzt auch gleich Damage machen und das finde ich jetzt ziemlich frech. Wir haben jetzt zum Glück noch einen Inikoro. Also wir sind nicht ganz kampfunfähig. Das Hutut ist nämlich einfach nur zum Kartenziehen da. Vor allem zänke ich ihm halt auch Karten. Das ist das Problem. Ja. Gut, er hat scheinbar noch keine Entwicklung gehabt. Das ist auch ganz gut, dass er noch keinen Galagladi auf dem Feld hat. Weil er hat das wahrscheinlich auch im Deck. Man muss es ein bisschen gespielt haben dafür. Oh, die obersten 7 Karten angucken. Komm, gib mir jetzt Galagladi. Gib es mir. Schade. Nehmen wir doch mal einen Kolben auf die Hand. Kann ja nicht schaden. Immerhin, Deck ist gemischt. Das ist schon mal ein Vorteil. Also, dann können wir dem Kirlia nochmal Energie geben und setzen nochmal einen Mega-Heap ein. Damit haben wir seinen Kolben voraus. Ich weiß auch gar nicht, warum er nicht angegriffen. Achso, das braucht zwei Energie, um anzugreifen. Die dritte Karte, die wir bekommen.
Ah, schön. Jetzt könnten wir unser Fleck neu weiterentwickeln. Zu dem hier. Cooler Schwanz, by the way. Ja, und das merke ich auch gerade, wie das geklungen hat, als ich es gesagt habe. Aber hey. Er hat auch ein Kirlia. Witzig, dass es sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Aber gut. So, sein Miltank scheint er bereits aufgegeben zu haben. Wir geben dem nochmal das und entwickeln den weiter. So, mehr als 3 Energien braucht er auch nicht. Aber wir können noch einen Mega-Hieb einsetzen. Denn ein Miltank ist gefährlich mit 60 Schaden. Das ist definitiv nichts, mit dem wir spaßen sollten. Hier kann man übrigens sehen, wie viele Karten wir noch im Deck haben und da wie viele auf dem Friedhof sind. Auf dem Ablagestapel, Entschuldigung, das heißt ja nicht Friedhof. Ach ja, es sind aber so viele Pokémon dabei gewesen, die ich überhaupt nicht kannte. Und dann habe ich das Spiel irgendwann gespielt und dann dachte ich so, ah, alles klar. Ich spiele das Spiel jetzt so circa 1,5 Wochen oder so. So. Er hat Galagladi. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir weitermachen. Wobei, das dürfte eigentlich kein Ding sein, weil wir haben genug Burst-Schaden. Den kriegt er nicht mit einem Hit kaputt, oder? Oder macht er auch 80 Damage? Weiß ich gar nicht. 80 tatsächlich. Hm. Ist natürlich äußerst ärgerlich. Aber ich werde schon irgendwie schaffen, den wegzubekommen. Wir haben alle 80 Leben, das ist scheiße. Tja, ist eigentlich ist es jetzt egal, wie mich hier gibt. So, jetzt wird er mit Galagladi kommen und mal wahrscheinlich wegmachen. Gehe ich mal stark von aus. Und ich muss einfach jetzt darauf hoffen, dass ich jetzt ziehe. Sonst habe ich nämlich echt irgendwann ein Problem. Da kommt ja nochmal ein bisschen Gegenwehr. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wir nehmen den hier. Einfach aus dem Grund, dass ich ihn mit ein bisschen Glück paralysieren kann. So. Wir nehmen Miltank, weil Miltank hat 100 Leben. Wir können uns dann 2 Energien aus dem Deck holen. Das erhöht auch die Chance, dass wir nächste Runde Galagladi ziehen sollten. Denn wir haben weniger Karten im Deck. Geben Miltank die Energie. Und hoffen einfach darauf, dass er paralysiert wird. Schade. Dann müssen wir dieses Pokémon benutzen nächste Runde. Das wird dann auch geopfert quasi und dann hätten wir noch einen Miltank. Ob das, warum auch immer die ganzen Energien darauf packt, ich verstehe es nicht. Miltank. Nein, scheiße, das war dumm. Ha. Das war ein No-Brainer. Gut. Ja, das ist jetzt scheiße, aber dann muss ich halt 2 Energien verschwenden. So. Wir ziehen 2 Karten. Ah, das ist gut. Das ist gut. Damit kann ich mir die Chance, das nochmal erhöhen. Also ich habe die Energien jetzt geopfert, aber ist nicht so schlimm. Dafür haben wir Miltank noch, weil Miltank hätte nicht die nächste Runde noch überlebt. Also hätte es schon die Runde überlebt, aber es hätte dann nicht angreifen können. Wenn ich keine Energie gezogen hätte. Und dann wäre es ja auch noch nicht weg gewesen. Denn 140 Leben ist natürlich schon eine Ansage. Eigentlich würde eine gute Kombo mit einem Fluchtzeichen reichen. Wieso 6 Energien? Ich verstehe das nicht. Anstatt, dass er den hinten Energie gibt. Nein. Nein, nein, macht er nicht. Was willst du haben für Pokémon? Welches willst du denn rausnehmen noch? Also ich wüsste nicht, worauf er die Wahl treffen sollte. Ah, okay. Er hat eigentlich also ein Feld, das er braucht. Ein bisschen Kohlwaff noch Energie geben, hätte auch ein Backup. Aber das macht er nicht. Er gibt dir lieber 6, die er gar nicht braucht. Und ich werde im TS angestopst, obwohl ich auch noch ein Channel bin. I love it. Ja. Tut mir leid, Hut. So. Hoffen wir darauf, dass wir Galagladi ziehen. Komm schon. Energie, das ist schon mal gut. Gehen wir Milter. Und 3 Karten. Schade. Wir könnten nochmal einen Kroywaff holen. Das würde nämlich einen Schlag überleben. Und können ihm nochmal 30 Damage reindrücken. Das war sogar die Schwäche von dem. Lol. Das war gut. Ach, dann nur... Oh, warte, ich glaube, ich habe ihn. Wenn ich ein bisschen Glück habe, habe ich ihn. Da kann ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Scheiße. Weil wenn ich Miltank hätte, hätte ich 10. Wenn du ein Phasenzeitpunkt habe ich nicht. Also ich könnte nur 10 Schaden machen.
Weil das heißt, der halt als Schwäche Psycho. Das hab ich darauf geachtet, aber dann bekommt er halt mehr Damage. Wie viel? Wir haben noch drei Karten. Das heißt, wenn wir jetzt noch zwei haben. Nehme ich jetzt Kirlia und spiele alles oder nichts? Alles oder nichts. All or nothing. Haha. Wenn wir jetzt Galgali ziehen, bin ich natürlich ziemlich glücklich. Schade. So, wir geben Miltank jetzt noch eine Energie. Das heißt, wir hätten Backup für nächste Runde. Nehmen Fleckknäuel. Und den zweimal Kopf kommt, haben wir gewonnen. Wenn einmal Kopf kommt, haben wir noch nicht gewonnen, aber dann sieht's gut aus. Ne, wenn einmal Kopf kommt, haben wir auch gewonnen. Es muss einmal Kopf kommen. Ich hasse dich, Spiel. So sehr hasse ich dich. Ah, schön. Also wir ziehen eine Energie, das wäre auch noch nütze. Wenn wir jetzt eine Energie ziehen, haben wir auch gewonnen. Alles oder nichts. Oh, Spannung. Gib mir eine Energie, weil dann kann ich mit 60 angreifen und erst hätte ich down und wir haben gewonnen. Okay, nochmal ein Münzwurf. Ja. Danke. Wir haben gewonnen, alles klar. Letzte Karte. Nice. So, ist das jetzt ein Scherz? Das ist jetzt ein Scherz. Ich mag dich auch nicht spielen. So, was bekommen wir als Belohnung? 5 Poké-Dollars. Und nochmal 11. Und haben wir 500 Schaden gemacht? Ja, haben wir. Nice. Und nochmal 25. Und alles geht hier ab. Fertig. 41 China-Chips. Cool. Und ein Stück weit in die Richtung zu vier Kisten. Aber ich habe ja noch gesagt, wir machen noch ein kleines Pack-Opening am Ende des Matches. Das machen wir auch. Und zwar mit zwei Booster. Den werden wir zum Schluss ausmachen. Das ist der, den es jetzt neu gab. Und den habe ich mir mal gekauft, weil da gab es eine schöne Karte zu. Und deswegen öffnen wir den jetzt einfach mal. Und wir müssen sogar so aufreißen. Zack. Mal gucken. Erstmal ein paar normale Karten, dann ist immer eine besonders seltene Karte da drin. Oh cool, mit Akani. Das ist knusprig. Ich wollte gerne noch einen Vulcano hätte, weil davon habe ich schon eins. Ein neues Kolbaff. Traumato, auch cool. Und was haben wir? Cool. Ein Quajutsu. Das ist cool. Für das Wasserdeck immer gut. So, und eins haben wir noch. Und das ist das irgendwie, das ist für das, ich glaube, für das 20-jährige Jubiläum gab. Mal gucken. Ja, Packinhalt 10%. Das ist langsam. Normalerweise dauert das nicht so lange. 20%. Jetzt allein. Ich habe 50k Internet. Ja. Wir lehnen uns mal einfach zurück in der Zeit. Ah, da war ein gutes Spiel. So, 3, 2, 1. Na, was gibt es da? Hoffentlich ein paar alte, schöne. Oh, cool. Oh, nice Stahlenergie. Apollo, cool. Ein Kapador. Beste. Beste. Drei Stück. Ich mag das Pokémon nicht, aber die ist schon cool, die Karte. Boah, Gengar, geil. Und ein Tauros. Das habe ich doch schon, aber das ist auch cool. Cool. Richtig cool. Also das Pack war geil. Aber in dem Felinara X. Ist zwar nicht unbedingt mein Pokémon, aber es ist halt, ein Feentyp, ne? Gut. Dann lasst eure Meinung in den Kommentaren da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und mit dem Anblick von Mew. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschaußen.